Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play The Tenants. Wir haben aktuell nur eine Mission am Laufen, das wird aber nicht mehr lange bleiben. Denn wir nehmen jetzt eine weitere Aufgabe an, wenn das Handy funktioniert. Es funktioniert, herrlich. So, hier warten 3-2 auf uns, 1-9, 1-9, 2-2-5. Ach komm, wir machen einen Tag der offenen Tür. So, 24 bis 46. Oh. Also manchmal ist die Kameraführung ein bisschen widerspenstig. So. 24 bis 46. Du bist 41, okay. So, du bist Gamer, bist Kinderpfleger. So, weißt du was? Wir verhandeln mal mit dir, denn dir gefällt die Wohnung ja so sehr. So, fangen wir mal an. 6501, auch so viel Miete würde ich auch gerne mal kassieren. Kommen wir dir ein bisschen entgegen. So, und jetzt sage ich 67 und du sagst jetzt einfach ja. Und das akzeptieren wir. Zack. Leicht verdientes Geld. So eine Nachricht. Ach so, ja, von der Bank. Ach man. Shitte. Habe ich jetzt leider verpennt. Beziehungsweise zu langsam geklickt. Ich fürchte, das war sie hier. Ja, das war sie. Schade, schade. Da gibt es wohl leider keine Rose diesmal für mich. Komm, drehen wir mal das Tempo hoch, damit das Elend hier endet. So, und damit haben wir auch leider unseren ersten Auftrag ein bisschen versemmelt. Aber im Moment noch ist nicht alles... Ich schicke sofort einen Profi, vielleicht... Ja, immerhin, da hat die Meinung etwas gebessert anscheinend. Naja. Könnten 3 Sterne werden. Vielleicht auch 4, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, wie sehr sich diese eine negative Wertung auswirkt. Ja, 4 Sterne, guck, immerhin. So, weitere Jobs. Wir pampern wieder jemanden, weil das kann man immer so schön nebenher machen. So, und dann machen wir wieder eine Komplettsanierung. Zack. Ach, ist ja gemütlich hier. Gut, ich glaube, bei den Möbeln, da müssen wir nichts behalten. Sind jetzt keine legendären Toiletten oder so. Beziehungsweise einzigartige. Reparieren tun wir es trotzdem und dann verscherbeln wir es. Gibt auch wieder Geld. Ja, gut. Hiermit zumindest nicht. Gucken wir, ob das Waschbecken... uns vielleicht noch was gibt. 37 hätten wir bekommen fürs... oh, 61. Ja, nehmen wir doch gerne. Und raus hier. Yes. Los geht's. Was möchtest du denn überall haben? Ach Gott, wir müssen ja jetzt sogar abtrennen hier. Badezimmer und ein Schlafzimmer. Gut. Jetzt die große Quizfrage. Wie ziehen wir nochmal Wände? So. Alles klar, so. Türen. Was ist jetzt hier dein Problem? Passt du hier nicht rein, oder? Check's nicht. Dürfen wir ja keine Türen bauen, oder bin ich jetzt einfach gerade nur zu doof? Egal, komm, wisst ihr was? Wir fangen jetzt erstmal hier mit dem Badezimmer an. So, Boden, Fliese. Nicht gefunden und da falscher Zimmertyp. Warte mal, ich muss da kurz schauen. Vielleicht müsste ich doch diese eine Wand hier zerstören. Ach,
Ich Depp, jetzt habe ich es, ja. So. Hier war nämlich die, man muss erstmal diesen Durchbruch machen für die Tür. Ach, einmal mit Profis. So, dann machen wir weiter mit dem Badezimmer. Wir brauchen graue Wände. Das ist ja schick. So. Wir brauchen eine Duschkabine. Eine Toilette. Jetzt kommen wir nicht an die Heizung. Okay, die Heizung machen wir jetzt erstmal darüber. Dann Klopapier. Waschbecken. Und eine Klobürste. Zack. So, dann kümmern wir uns jetzt erst einmal um das Schlafzimmer. Wir brauchen ein Einzelbett. Nehmen wir das hier. Das ist doch recht schick. Können wir das dran stellen oder? Na, dann ist der Sicherungskasten blockiert. So, ein Fernseher. Warum fange ich eigentlich nicht mit dem Fußboden an? Was stimmt nicht mit mir? Hartholz oder Linoleum? Nehmen wir ausnahmsweise mal Linoleum, obwohl ich persönlich für mich privat dann eher das Hartholz wählen würde. So, hier machen wir die Tapete mit Blättern, weil schön grün. So, ein Kühlschrank darf es sein. Sie schaddert. Küchenspüle. Ich merke schon, mein Platz ist hier echt nicht so. Warte mal, dich packen wir noch mal ein bisschen näher ran. Mikrowelle. Warte mal, was haben wir noch? Ne, wir haben noch einen Couchtisch, da könnten wir doch bestimmt die Mikrowelle irgendwie draufstellen. Nicht, dass das sonderlich besser wäre, als das Ding auf dem Boden stehen zu haben. Ach, ein Sofa brauchen wir auch noch. Ja, meine Fresse. Warte mal, dann machen wir es anders. Dann bewegen wir das Waschbecken hier hin. Und die Heizung da. Dann passt das Ganze. So, wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Wanddeko. Na, dann doch lieber das hier. Ein Gemälde. So, und ein Grammophon. Dafür reicht es jetzt natürlich nicht. Dann verkaufen wir nochmal das Gemälde. Oh Gott, wo sollen wir dich denn jetzt so hinstellen? Ja, komm hier zum Schlafmusik hören. Zack. Was sagt die Dekoration? Oh, null. Was ist denn hier so wenig Deko? Ich dachte, das zählt ein bisschen mehr. Nun gut. Dekorieren wir noch etwas. Nutzen wir jedes bisschen Platz aus. So, 6 Dollar Budget. Kriegen wir noch irgendwas für 6 Dollar? Ich vermute mal nicht. Okay, wir nehmen es. Wisst ihr was? Wir nehmen es jetzt einfach so. Ja, 37% Deko. Sei es drum. Oh, wir müssen hier nachverhandeln. So, Vertragsverlängerung für 60 Tage. Steigen wir mal ein bisschen höher ein. Oh! Du nimmst ja direkt an. Jo, dann nehme ich, akzeptiere ich doch. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht noch höher eingestiegen bin, aber gut. Gehört eben zum Lernen dazu. So, ich schicke meinen Onkel sofort los. Der Rattenonkel regelt. So.
So, komm rein hier. Dankeschön. Und Rattenonkel verlässt die Bühne. Ja, bitteschön, Schätzelein. So, schauen wir die Bewertung vom letzten Mal. Ja, okay. Naja. Erster Eindruck war auch nicht so pralle. Aber gut, egal. 4 Sterne ist vollkommen in Ordnung. Mehr sind immer schöner, aber was willst du machen? Wenn es nicht gefällt, gefällt es nicht. Also wir haben noch jemanden zum Pampern. Das finde ich sehr gut. Ich mag die Pamper-Aufgaben. Und schon wieder müssen wir nachverhandeln. Ja, dann verhandeln wir doch mal. Obwohl, weißt du was? Ich glaube, ich kündige hier den Vertrag. Aber ich würde das Ding gern ein bisschen auf Vordermann bringen. Sie ist ja sowieso nicht so zufrieden. Also ist mir egal, ob das fehlgeschlagen ist. So, bis wann läuft denn noch der Vertrag? Wie soll ich das denn hier verwalten? Ja, Onkel regelt wieder. Bitte einmal reparieren, wertes Onkelchen. Sehr gut, Onkel regelt. Oh nein, Kakerlaken da. Müssen wir doch mal wieder den Onkelchen ranholen. So, wo ist die Tür? Wo sind... Hallo? Wo sind wir? Ach, da oben. Eieiei, hier gibt's viel zu tun. Mann, die sind aber auch immer garstig hier. So, den haben wir jetzt erwischt. So, da haben wir auch den letzten, aber hier sind noch einige Lümmel. Gut, dass das auch über die Raumgrenzen hinaus wirkt. Sonst wäre das Ganze noch deutlich garstiger. Aber gut, die krabbeln ja auch durch Wände, von daher. Ist das, denke ich, nur ausgleichende Gerechtigkeit? So, da schicke ich einen Profi. Ja, bitteschön, Fräulein, gerne doch so. Aber ich muss mich gerade immer noch weiter um die Kakerlaken kommen, beziehungsweise Onkelchen regelt, ja? Ups, war da jetzt eine? Nee, ne? Ach nee, sehr schön, das war's jetzt. Wunderbar. Ja, guck, sogar mit Bonus. Nett. So. Und war der reizende Albtraum immer wiedersehen. Ja, ja, halt die Gosch. Sekunde, jetzt machen wir mal kurz Pause. Zahlen erstmal alles. Wie kann ich denn zur Wohnung springen? Das ist jetzt nun die Aufgabe. Naja, so nicht. Das ging nur irgendwie so. Da, Boring Lane. Starten wir mal hier die Renovierung ein wenig. So, erstmal Schlafzimmermöbel.
ein bisschen hier was hinstellen. Hier noch eine kleine Kommode hin. Ich mache jetzt erstmal die Möbel und dann mache ich so noch ein bisschen Deko, ne? Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Wäre zum Beispiel auch eine Dusche nicht verkehrt, aber dazu sollten wir mal das Klo ein bisschen bewegen. Kriegen wir da noch ein Waschbecken dran? Yes, sehr schön. Klobürste noch daneben. Dann quetschen wir hier noch so einen Wäscheständer rein, den man sowieso nicht benutzen kann. Hier gibt es dann noch einen... Ach ne, Kühlschrank haben wir ja schon. Machen wir was anderes. Stellen wir dich dahin, den Kühlschrank bewegen wir mal hier rüber. Hier noch so ein kleines Küchenteil mit einer Mikrowelle drauf. Das Sofa wird auch verkauft, da gibt es ein schickeres. Ja, wisst ihr was? Oder wo man das... Ich weiß gerade nicht, wie ich so eine Raumaufteilung am liebsten haben möchte. So, genug der Fehlefanzerei. Jetzt gibt es nur noch Deko. Ach, die Heizung passt wieder nicht. So, warte, machen wir dich dahin. Dann können wir dich nämlich noch ein bisschen ranstellen. Hier oben drauf können wir nichts stellen, ne? Naja, okay. Da noch eine Wanduhr. Da noch ein Spiegelchen. Posterchen. Hier dann noch ein Ührchen. Und kommen dann eben auch hier ein paar kleine Hanteln, dass man ein bisschen mal Sport machen kann. Gut, für Dekoration sind wir hier keine Bewertung. Aber dann veranstalten wir doch mal einen Tag der offenen Tür. Über die Zeitung. So. Ein Athlet, 49 Jahre, okay. Na komm, dafür schicken wir mal einen Profi. Ist ja eh nicht unser Budget. So, du bist 36, noch ein bisschen jünger. So, den Profi haben wir da schon. Wo sind wir da? Du findest es immer noch gut. Warte mal, die machen wir mal kurz aus. Du findest es außergewöhnlich, du bist nicht befriedigt. Dann würde ich sagen, verhandeln wir doch mal mit dir. Fangen wir mal... Ja, komm, du findest die Wohnung gut, dann steigen wir mal ruhig hoch ein. Gut, wir kommen dir entgegen. So, komm, jetzt sag einfach ja. Sehr schön. Nehmen wir. Bäm, freigeschaltet. Was haben wir denn da? Karaken-Zwillinge-Poster, wir haben den Amberläufer, wir haben eine Retro-Konsole, eine Fancy-Waschmaschine, die Agave als kleine Pflanze, dezentes Rosa als Fliesen und den Schick-Lautsprecher. Sehr schön, aber mit der Liquidität passt ja noch nicht so ganz hier, ne? Wollte gerade sagen, da bin ich auch jetzt drüber. 3000, ja, immerhin. Ja, ich glaube, da wäre ich auch mit der anderen Miete hingekommen, aber ich glaube, ich habe da falsch geguckt. Ehrlich gesagt, da habe ich nur auf den Gewinn geguckt. Und nicht auf den Mietpreis tatsächlich. Aber gut, wieder was gelernt fürs nächste Mal. So, da haben wir auch gut abgeschlossen. Sehr schön.
Hier gibt es noch einen Elite-Job, den nehmen wir schnell an. Aber ihr Lieben, den machen wir erst beim nächsten Mal, denn wir machen einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssikowski.